ich glaube, dass Integration sowieso vor allem über die Kinder funktionieren wird. Wie war das für dich heute? Drachen cool. Steigen zu lassen. Lustig. Lustig oder cool? Schönen Tag. Einen schönen Tag. Ja. Trifft man sich ja in der kalten Jahreszeit in Kabul, meistens auf den Dächern oder auf den Feldern vor Kabul. Und ich war fasziniert einfach von der Art, wie der Drachen mit ganz wenig Thermik in die Luft steigt, weil er einfach ganz besonders gebaut ist. Wie können wir eigentlich den Menschen zusammenbringen unter einem Dach, damit sie im Moment nichts mehr was denken und nur mehr was tun? Ist es besser einfach miteinander als nebeneinander? Nebeneinander kann man es stellen und nicht mehr reden, dann versteht man nicht. Und das habe ich eigentlich während dieser Jahre, wo wir gemeinsam auch das gestartet haben, dieser Drachentreffen, Drachenworkshop. Und ich habe viele Menschen einfach gesehen, die sehr begeistert waren davon, von den Ideen. Wow, cool, das ist schön, das ist nett, ein paar Afghanen kennenzulernen. Ja, wir haben ganz was anderes über sie gehört. Der Dawisch hat gesagt, Graz ist die Stadt der Vielfalt. Das ist für mich so berührend, wenn jemand, der jetzt schon mindestens halt 12 Jahre bei uns lebt hier, das erkannt hat. Und er sieht es auch als ein ganz großes Potenzial an. Die Stadt braucht Begegnungsorte. Wo sind die Orte, wo die Leute sich wirklich begegnen? Einfach gemeinsam das weiterzumachen, was sie von zu Hause auch kennen. Und ich hier einen Teil einfach auch lerne. Also die Kultur und Kunst des Drachensteigens ist gar nicht so einfach. Und deshalb bin ich heute schon zum zweiten Mal hier. Vor einem Jahr waren wir auch hier und haben auch Drachensteigen lassen. Und du, Ali? Was? Warst du in Afghanistan, Drachensteigen? Ja, jeden Tag, ganze Zeit. Ja? Das freut mich einfach so wahnsinnig, wie viele Leute hier begeistert sind, wirklich. Wie viele Menschen hier zusammen mit den Afghanern zusammen spielen, die kennenlernen, wie das funktioniert. Das ist eine ganz andere Technik. Ich bin mir sicher, dass diesem Fest noch viele andere folgen werden, weil diese Freude, dieses auch Selbstempowering, wie die Leute hier anpacken und mitmachen, das ist ein Zeichen, dass das ganz wichtig ist und dass es das noch viel öfters braucht, dass wir wirklich unsere Herzen öffnen und mehr von dem den Leuten und uns ermöglichen. Sie hat wirklich versucht, sich irgendwie zu etablieren und durchzusetzen und vor allem dieses Multikulturelle zu leben und bemüht sich da wirklich, wie sagen wir, bewusste Integration zu leben.